Hallo zusammen, mein Name ist Max, ich habe zwei Hunde. Meine ältere Hündin Abby, die könnt ihr hier im Hintergrund sehen, die wird im Juni diesen Jahres 5 Jahre alt. Und die habe ich im September 2019 damals von sehr seriösen Züchtern im Alter von ca. 9 Wochen geholt. Und hier hinten auf dem grünen Körbchen könnt ihr unseren Neuzugang sehen. Das ist die kleine Malia, die ist vermutlich so ein knappes Jahr alt und kommt aus dem Tierschutz, genauer gesagt aus dem Tierheim in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, wo sie 2 Monate vorher im Rahmen einer Razzia des Veterinäramts in Kombination mit der Polizei bei ihren Vorbesitzern beschlagnahmt wurde, weil die sie sehr widrig gehalten haben. Und ich hatte jetzt circa gute 2 Wochen Zeit, um mich über dieses ganze Thema Mehrhundehaltung spontan sehr intensiv informieren zu dürfen, weil ich einfach akut damit konfrontiert wurde. Ich hatte natürlich im Vorhinein auch schon gewisse theoretische Dinge mir angeeignet, die man da wissen sollte. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal Pflegehunde, also ganz neu war mir das Thema nicht. Aber wenn man dann den eigenen zweiten Hund hat, dann ist es ja doch irgendwie auch nochmal was anderes. Und jetzt, wo ich die Gelegenheit hatte, diese ganzen Eindrücke mal sich setzen zu lassen, würde ich gerne im Nachhinein einmal gemeinsam mit euch über Dinge reflektieren, die wichtige Erkenntnisse sind, die ich vielleicht im Rahmen des gesamten Prozesses der Besichtigung im Tierheim und so weiter anders machen würde. Dinge, die ich generell in Bezug auf Mehrhundehaltung mit euch teilen würde, die vielleicht von dem einen oder der anderen auch mal unterschätzt werden könnten. Und grundsätzlich geht es ja damit los, sich dafür zu entscheiden, dass man eben einen zweiten Hund haben möchte. Und die Entscheidung sollte man davon abhängig machen, ob man sich damit im Leben eine Bereicherung zulegt, anlegt oder ob man sich da ein Ei ins Nest legt. Und deswegen bin ich persönlich mit dem Vorsatz hingegangen zu sagen, wenn meine ältere Hündin hier, die wir natürlich mit im Tierheim hatten, vor Ort dann sagt, dass sie diesen kleinen Neuzugang hier hinten, zu dem Zeitpunkt den potenziellen Neuzugang, sympathisch findet, dann war das das Kriterium dafür, ob ich den Hund mitgenommen hätte oder nicht. Natürlich immer noch in Abhängigkeit davon, ob die kleine Hündin grundsätzlich auch offen gewesen wäre oder ob die totale Abneigung gehabt hätte. Das muss man alles mit da reinfließen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, dass man sagt, ist das sinnvoll für mein eigenes Leben, für das Leben meiner jetzigen Hündin in meinem Fall oder auch Hunde im Fall vielleicht von dem einen oder der anderen von euch. Und so waren wir dann vor Ort. Wir haben relativ viel Zeit eingeplant. Anreise war an einem Donnerstag. Unterkunft war gebucht von Freitag bis Sonntag in unmittelbarer Nähe vom Tierheim. Denn die Tierheimleiterin hatte vorher schon zu Recht gesagt, das dauert in der Regel. Also man entscheidet das nicht an einem Tag, ob dann der Hund zu einem passt oder nicht. Und so war es in der Tat dann auch. Das bedeutet, ja, wir haben uns das Ganze angeschaut, wir waren dann an einem Freitag da, haben erstmal sehr viel Zeit vorm Tierheim verbracht auf dem Parkplatz. Währenddessen habe ich schon den Kofferraum meines Autos aufgehabt, sodass meine ältere Hündin Abby sich schon mal mit diesen ganzen Eindrücken des Tierheims akklimatisieren konnte, weil man muss immer sagen, es ist eine Ausnahmesituation für einen Hund. Wie viele Hunde waren schon mal in einem Tierheim? Außer denen, die da wohnen und die daherkommen, wahrscheinlich relativ wenige. Und sie war eben vorher auch noch nie da. So, das bedeutet ja ganz klar, da kommt man an und dann stehen da am Zaun auf einmal bellende Hunde und vielleicht laufen da auch noch 10 Katzen drüber. Mit Katzen hat meine Hündin sowieso so ein bisschen Thematik. Und das ist natürlich alles erstmal total krass, wenn das auf so einen Hund wirkt. So, und dann möchtest du von dem, dass der gleichermaßen sich an dem Tag sozial gegenüber dem potenziellen Neuzugang verhält und da angemessenes Falten an den Tag legt. Das ist natürlich alles viel erwartet, deswegen habe ich mir da gedacht, komm, lassen wir es erstmal ganz in Ruhe ankommen, Kofferraum auf, in der Autobox erstmal beobachten, was passiert da am Zaun und erstmal einfach auf sich wirken lassen und akklimatisieren. Hat auch gut funktioniert. Und nachdem ich dann ganz intensiv mit der Tierheimleiterin gesprochen hatte und meine Hündin hier hinten auch schon recht gut zur Ruhe gekommen war, haben wir uns dann dafür entschieden, einen Fehler zu begehen, der zum jetzigen Zeitpunkt, zum damaligen Zeitpunkt, sich noch nicht als Fehler entpuppte, sondern erst im Nachhinein, im Rahmen meiner Lernerfahrung. Und zwar haben wir dann sie genommen, meine ältere Hündin, und sind gemeinsam mit ihr hinten auf eine große Wiese vom Tierheim gegangen. Wir haben natürlich die Vergesellschaftung mit Sinn und Verstand gemacht. Wir sind erstmal koexistent mit den Hunden über diese große Wiese spaziert. Also wir reden hier vielleicht von, boah, keine Ahnung, tausende Quadratmeter hatte diese eingezäunte Wiese gehabt. Und es war so, dass die Tierheimleiterin sie hier hatte,
mit der durch die Gegend spaziert ist und ich mit meiner hier durch die Gegend spaziert bin, ohne dass die in irgendeiner Form zum Beispiel Kontakt an der Leine gehabt hätten oder frontal aufeinander zulaufen mussten, sodass die Hunde erstmal sich gegenseitig wahrnehmen, registrieren etc. konnten. Und nachdem wir das dann eine halbe, dreiviertel Stunde gut und erfolgreich gemacht hatten und meine Hündin sehr klar signalisiert hatte, dass sie jetzt gerne mal Nahkontakt mit dem potenziellen Nachwuchs aufnehmen wollen würde, haben wir das Ganze dann natürlich abgesichert durch Maulkörbe einmal passieren lassen und dann hat sich herausgestellt, dass der potenzielle Nachwuchs hier sich ein bisschen asozial verhält. Und zwar asozial in dem Sinne, als dass sie der Abby gegenüber recht übergriffig war. Sie war unhöflich, sie hat ihr die Laufwege abgeschnitten, sie hat sie angepöbelt, sie hat immer versucht, sie räumlich sehr zu begrenzen, zu beschneiden und es hat auch zweimal einen Moment gegeben, wo es dann ein bisschen lauter wurde. Und im Nachhinein hat sich festgestellt, der Grund, warum dieses kleine Wesen da so selbstbewusst und auch so ein bisschen arschig war, war, weil in dem anschließenden Gehege, also wir waren hier auf dem großen Auslauf hinten im Tier, und direkt anschließend war ihr eigenes Gehege, wo sie auch ihren Auslauf hatte, in Kombination mit zwei weiteren Schäferhunden. Und da sie ein gewisses territorial ausgeprägtes Verhalten zeigt, war sie dann auch der Meinung, ja, das ist hier irgendwie so meins, ne, da ist mein Gehege, die Wiese gehört auch dazu, ich habe da meine zwei Schäferhund-Buddies im Hintergrund, dann kann ich mich hier erstmal aufführen wie die Königin. Und ja, so unfreundlich war sie dann ihr gegenüber. Anschließend an diese erste Vergesellschaftung auf der Tierheimwiese habe ich mir dann die Kleine geschnappt und bin mit der Kleinen in Kombination mit meiner Großen hier hinten einfach mal auf neutralem Grund im Feld spazieren gegangen und das war dann ein fundamental anderes Bild. Die Malia hat sehr kleine Brötchen gebacken, hat überhaupt nicht mehr sich rausgenommen, der Abby in irgendeiner Form auf den Sack zu gehen und dann war das Ganze wirklich viel, 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 viel besser. Es war total routiniert, zivilisiert. Okay, die ersten paar Minuten waren beide Hunde so ein bisschen grundsätzlich erregter, als es normalerweise in einem tiefen, entspannten Zustand der Fall gewesen wäre. Aber letztendlich war das dann alles sehr, sehr krass im Rahmen. Und da dachte ich mir schon so, ah ja gut, das ist ja alles halb so wild. Ne? Ich müsste überlegen, ich habe immer im Hintergrund parallel so diesen Gedanken laufen, nehme ich den Hund mit, nehme ich den Hund nicht mit, passt er zu uns, passt er nicht zu uns. Ne? Und wenn man dann halt so merkt, ah okay, das ist schon recht zivilisiert, das passt, die fetzen sich nicht, das ist schon mal einfach sehr, sehr viel wert. Oder zumindest sie versuchen sich nicht zu fetzen. Das ist ja immer eine Sache, könnte man das schlichten? Ja, ich hätte das jederzeit schlichten können zwischen den Hunden, aber ich will ja nicht mir hier eine Konfliktsituation ins Haus reinlegen. Das ist einfach, das bereichert mein Leben nicht und da hätte ich nichts von und meine Hündin hätte da auch nichts von und keiner hätte da was von. Von daher wäre das einfach Quatsch gewesen und man, ja, man hätte es lassen sollen. Heißt also, der erste Tag hatte da auf eine ganz gute Art und Weise geendet und dann war es so, dass am zweiten Tag wir das Schauer gemacht hatten. Wir sind erst auf neutralem Grund mit beiden Vertreterinnen hier spazieren gegangen. Dann sind wir auf eine andere Wiese gegangen. Dann haben sich die Hunde da deutlich gegenseitig netter nochmal verhalten. Ne? Also quasi die Chefin war ja immer schon nett, nur der Nachzuwachs war halt, oder der potenzielle Nachzuwachs, muss man ja zu dem Zeitpunkt sagen, war halt recht forsch am Vortag gewesen, aber dann auf der neuen Wiese mit dem geänderten chronologischen Ablauf, also erst mit dem Spaziergang auf neutralem Grund, war das dann auch super und dann gab es auch eine Szene, wo ich das Ganze entschieden hatte. Ja, da macht man halt so die ganzen Formalitäten, zahlt eine Schutzgebühr, macht einen Kaufvertrag, kümmert sich um alles. Ich habe dann direkt schon mal einen Termin für eine Beratung für die Krankenversicherung und für die Haftpflichtversicherung vom Neuzuwachs gemacht. Und am Sonntag sind wir dann abgereist. War natürlich eine ultra lange Fahrtstrecke, ne? Also Stralsund Richtung ja, grob Frankfurt am Main ist ja, wo wir ansässig sind. Riesenstrecke und ja, erste Gedanke, den man natürlich hatte, war, kann der Hund das so gut und so lange Auto zu fahren? Erfreulicherweise gab es quasi keine Probleme. Also sie war ein bisschen gefrustet, hat in der Autobox rumgefrustet. Ich habe mir einfach gedacht, naja gut, das ist jetzt halt so. Ne? Also ich meine, du kannst jetzt nicht 25 Zwischenstopps halten und den Hund jedes Mal, wenn er gefrustet ist, aus der Box rausholen. Da lernt er ja auch nichts Vernünftiges bei. Ja, da lernt er, muss er ja nur quengelig sein, dann kommt er da schon irgendwie raus und Transporte gehören halt zum Leben dazu. Ja, und dann waren wir angekommen und ich dachte so, geil, endlich schlafen gehen, irgendwann mitten um 12:30 in der Nacht oder so an einem Montagmorgen. Ja. Und dann habe ich einfach aus einer absoluten Routine raus, was man ja so in recht müden Zuständen tut, wie ich es auch mit meiner Hündin hier hinten machen würde, so gemacht, dass ich einfach der Kleinen gesagt habe, ey du, geh mal da drüben, leg dich mal da auf deinen Platz.
weil wir gehen jetzt schlafen. Das kannte sie aber natürlich nicht. Und ja, dementsprechend ist das Ganze dann erstmal in der Diskussion ausgeartet, weil der Nachwuchs wollte erstmal alles abchecken gehen. Ich meine, das ist ein Hund, der ist in der Vergangenheit in der Garage gehalten worden. Man hat ihm direkt angemerkt, er will alles fressen, was irgendwo rumliegt. Sei es jetzt ein Dreckkrümel, eine vertrocknete Erbse oder irgendwas dergleichen. Der wollte das alles direkt fressen. Und dann ging nicht. Habe ich halt gesagt, gut, aber aufs Körbchen. Und dann ging halt die Diskussion los. Und dann hat sie total angefangen rumzufrusten und wollte da nicht bleiben. Und es hat erstmal 2 Stunden gedauert, bis ich mit diesem Hund ausdiskutiert hatte, dass er mir nicht auf Schritt und Tritt hier hinterher dackeln soll, was natürlich sehr anstrengend war, aber zu dem Zeitpunkt auch extrem wichtig, um direkt mal ein Fundament dafür zu legen. Du bist auch lebensfähig ohne mich und dir wird hier nichts Schlechtes widerfahren. Keiner lässt dich alleine, alles gut. Ne? Ich bin lediglich vielleicht mal ganz kurz 5 Meter von dir weg, sogar am Anfang noch im selben Raum, wolltest ja auch nicht da bleiben. Aber naja. Ich hatte, wie gesagt, das Fass zu diesem Zeitpunkt aufgemacht. Ich hatte gesagt, pflanzlich dahin. Und nachdem ich das dann gemacht hatte, dachte ich mir, okay, dann muss ich es ja jetzt auch irgendwie durchziehen, ansonsten mache ich mich direkt unglaubwürdig. Ja, und das Problem war, ich hatte keinen guten Zeitpunkt, wo ich dieses auf dem Körbchen bleiben Zeitpunkt nach kurzer Zeit hätte erfolgreich in irgendeiner Form zu einem verfrühten Ende bringen können, weil sie direkt immer wieder aufgestanden ist und hat auch versucht, mich zu maßregeln, wenn ich sie dann zurückgeschoben habe, ne? Also versucht, meine Hand zu knapsen etc., was man halt gerne so ausdiskutiert mit seinem Hund. Super früh dann um 2.30 Uhr an einem Montagmorgen, nachdem man vorher 800 Kilometer Auto gefahren ist. Aber ja, also man muss der Rahmenbedingungen auch dazu sagen, die Hunde waren ausgelastet. Die waren auch vorher nochmal im Garten, die sind auch vorher nochmal geflitzt. Wir haben auch auf den Zwischenstopps beim Autoladen, ich habe ja ein E-Auto, immer wieder ein bisschen Programm gemacht. Also das war nicht so, als wären die jetzt total topfit und ausgeschlafen nach dieser Autofahrt gewesen. Ne? Ich meine, die waren dann zwar wach und die hatten auch geruht, aber trotzdem muss man sagen, es lag jetzt nicht an fundamentaler Unterforderung, dass dieser Hund da nicht stillhalten wollte. So, er kannte es halt einfach nicht und naja, da ging dann halt die Diskussion an der Stelle los. Ich habe das dann durchdiskutiert. Irgendwann ist der Hund dann nach dem 74. Mal zurückbringen müde auf seinem Platz eingeschlafen. Das war dann gut. Und dann, nachdem er dann irgendwie kurz geruht hatte, also kurz 20, 30 Minuten, habe ich ihn dann quasi auch zu mir aufs Sofa geholt, wo wir dann zu dritt die erste Nacht drauf gepennt haben. Also ich quasi auf dem langen Ende vom Sofa und die Hunde unten auf dem L, beide nebeneinander. Das hat auch gut funktioniert. Und dann haben wir erstmal gepennt und die nächsten Tage folgten. Ja, und dann haben sich so ein paar Sachen abgezeichnet, die jetzt alle, sagen wir mal, in Summe keine Katastrophen sind, aber trotzdem halt bemerkenswert und wo man auch einfach halt drüber sprechen müsste. Also Punkt Nummer 1, meine Hündin hier ist eigentlich null territorial und sie hier hinten, sie ist es einfach. Das ist einfach mal ein fundamentaler Unterschied. Sie steht am Zaun und pöbelt Nachbarn an und meine ältere Hündin Abby tut es halt nicht. So. Und grundsätzlich pöbelt der neue Zugang hier hinten gerne Hunde an. Und das ist halt eine Sache, die man ja natürlich nicht wegromantisieren sollte und auch nicht verschweigen sollte, wenn man dann den Leuten darüber berichtet. Es ist halt auch so, wenn man sich einen Hund dazu holt, der die ein oder andere Baustelle hat, dann kann es auch sein, dass es auch auf gewisse andere Hunde möglicherweise irgendwelche Auswirkungen hat. Ja? Dass die sich dann von gegebenenfalls unschönem Verhalten auch mal anstecken lassen können. Und so kam es eben auch. Ne? Also ich fasse mal ganz kurz den Status quo zum Zeitpunkt der Ankunft an. Dieser Hund war so semi-stubenrein. Ich meine, er hat halt auch in der Garage gepinkelt. Ne? Und im Tierheim hatte er, glaube ich, auch nachts immer unbegrenzten Zugang, auch in ein Außengehege zu gehen, wo man sich dann erleichtern konnte. Das hatten wir dann ja hier halt nicht. Ne? Das heißt, da musste man schon mal direkt ein Auge drauf haben. Sie kann auch bei weitem nicht so lange einhalten wie meine Hündin Abby. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, ne? Sondern ganz viele Dinge sind gruselig. Männer ab einer gewissen Körpergröße generell schwierig. Leute, die frontal zu einem stehen und dann gegebenenfalls auch ein bisschen sich auf einen zubewegen, findet sie auch sehr gruselig. Ja, andere Hunde in der Stadt würden grundsätzlich ganz gerne angepöbelt werden. Generell alles, was unbekannt ist, ist die Lösung erstmal nach vorne gehen. Oder war zumindest so. Ist schon deutlich besser geworden. Ich habe dann erklärt, dass sie eigentlich im Leben für nichts zuständig zu sein hat und dass ich auf sie aufpassen werde und dass alles gut sein wird. Und das hat sie mittlerweile eigentlich auch ganz gut verinnerlicht. Und auch schon die Tatsache, dass sie jetzt einfach liegen bleibt, ist auch keine absolute Selbstverständlichkeit. Ja, also sie wäre hier anfangs die ganze Zeit aufgestanden, rumgedackelt, hätte versucht, auf mich drauf zu krabbeln und so weiter. Und ich habe sie ganz häufig einfach auf ihr Körbchen zurückgeschickt. Ja, ansonsten
hatten wir halt dann Situationen, wo quasi unschönes Verhalten von ihr sich zumindest im Ansatz auch ein bisschen auf sie übertragen hat. Wir hatten da so eine Situation, da waren wir an einem Café im Rahmen von einem Stadttraining, haben uns das Ganze angeschaut. Und ja, dann kam der französische Bulldogge vorbei. Sie wollte sie anpöbeln und ja, die Chefin hat dann gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatte ich da zwei Hunde, die auf einmal da nach vorne gehen wollten. War nie so schön. Und dann ist mir klar geworden, ich muss einfach hier sehr viel konsequenter sein, als ich es mir hätte leisten können, nicht konsequent zu sein zu einem Zeitpunkt, wo ich nur einen Hund und nur 35 Kilo statt 60, 65 dann an der Leine hatte. Denn den 35 Kilo war ich körperlich noch sehr gemütlich überlegen, den 60, 65 Kilo bin ich es halt einfach nicht mehr. So, das heißt einfach, Fehlverhalten wird jetzt ganz konsequent im Ansatz deutlich schärfer und rigoroser unterbunden, sodass es überhaupt nicht mehr dazu kommt, dass irgendwelche Hunde gegebenenfalls mal auslösen oder in die Leine gehen könnten. Und diese ganzen Alltagsthemen würden jetzt natürlich nochmal riesig den Rahmen sprengen. Ich dachte einfach mal, ich erkläre euch jetzt mal fundamental so den Anfang unserer Zusammenkunft. Wenn ihr das Ganze interessant fandet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ich auf irgendwelche Themen noch tiefer eingehen soll, dann schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten denke ich, war das vielleicht erstmal ein ganz guter Einblick, so chronologisch vom Zeitpunkt, hole ich mir den zweiten Hund bis hin zu, jetzt habe ich einen zweiten Hund. Was sind so die ersten Implikationen davon? Was können die ersten Herausforderungen sein? Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann schreibt es einfach mal rein. Dann mache ich euch noch Teil 2 und Teil 3 und Teil 24. Keine Ahnung. Das ist ja eh eine Dynamik, die sich den ganzen Tag weiterentwickelt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.